Und damit ein Hallo und ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Ja, wie im letzten Part, Ende des letzten Parts gesagt, habe ich jetzt offscreen noch ein bisschen gescannt, aber das war so minimal, weil ich hatte einfach keine Lust, ne? Ich habe das jetzt dann gelassen. Ich möchte mich jetzt hier gerne andocken und ich möchte gerne dem Unbekannten ins Gesicht hauen und nicht rumschweben und doof scannen. Da habe ich keinen Bock drauf, deswegen docke ich jetzt hier an. Commander, wollen Sie wirklich mit der Flotte die Cerberus-Zentrale angreifen? Ja. Die Reaper und Cerberus haben angefangen. Und wir beenden es jetzt. Ich mobilisiere die Flotten. Gut. Gut, gut. Auf geht's. Ich habe sie nicht gefunden. Hat Edie nichts gesagt? Sie respektiert Privatsphäre. Ich nicht. Was machen Sie da? Ich dachte, er hätte beim letzten Kampf einen Riss bekommen. War doch nur ein Streifschuss. Fühlen Sie sich bereit, Shepard? Puh. Was ist mit Ihnen? Was ist mit Ihnen? Was mit dir? Sie zuerst. Unfair. Ich will, dass dieser Krieg endet, solange noch eine Galaxie zum Retten da ist. Und alle zählen auf Sie, dass Sie das erledigen. Ein überwältigender Druck. Ja, aber was soll ich machen, ne? Ich bin seit der Landung der Reaper auf der Erde bereit. Das überrascht mich gar nicht. Wir haben eine Chance. Nur eine. Und die nutze ich. Natürlich, aber... Darüber sollten wir jetzt nicht reden. Ein einzelnes Schiff könnte sich da oben leicht verirren, nicht wahr? Ja, könnte es. Und einen weit entfernten Ort finden, wo man sein Leben verbringen könnte. In Frieden. Und Glück. An keinem Ort wäre ich jetzt lieber. Ich auch nicht. Du bedeutest mir sehr viel. Ich liebe dich, Liara Tissoni. Ich liebe dich auch. Ja, was für ein Start in die Folge, war? Mensch. Oh. Ich habe ein Déjà-vu. Na gut. Na, mal gucken. Oh Gott. Das werden ja auch immer mehr, ne? Ich habe ja schon so viel ums Eck gebracht. Ja, ich bin hier. War das Miranda? Oh Gott. Shepard? Ach je. Shepard, ausgezeichnetes Timing. Schön, dass Sie da sind. Oh Mann. Ich weiß, wie es endet. Creepy.
Schlafstörung? Ja, so kann man es auch nennen. Es ist fast soweit. Schon? Hoffentlich sind alle bereit. Da besteht kein Grund zur Sorge. Alle sind mobilisiert. Die Reaper kriegen keine Chance mehr, uns zu trennen. Diesmal folgt die Galaxie unserem Beispiel. Wen werden wir wohl verlieren? Wir führen sie zum Sieg. Ich bin jetzt hier mal einfach optimistisch. Oh Gott. Wir gewinnen. Versprochen. Du bist nicht allein bei diesem Kampf. Das sollte dir Stärke geben. Danke, Liara. Gern geschehen. Das Einsatzteam ist drin, Stellung etabliert. Fünfte Flotte, Vorstoß. Und danach will ich an meinem Himmel kein Cerberus-Schiff mehr sehen. Ach, guck mal, Edie. Ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Warum? Das ist die Operationszentrale von Cerberus. Die Sicherheitsmaßnahmen werden massiv sein. Meine Kenntnis der Cerberus-Algorithmen und die aktualisierten Protokolle dieses Körpers sind Ihre beste Chance auf Erfolg. Packen Sie Ihr Zeug. Ich hätte Edie doch sowieso mitgenommen. Edie und Javik halt wieder, ne? Wie gewohnt. Ja. Ah, ich glaube, Punkte sind eh nicht zu verteilen. Nur 4 Stück. Das reicht halt nicht. Ach, da ist das Energieentzug. Genau. Ach, das ist das, was ich mir jetzt, diese Bonuskraft, ne? Ein Treffer mit diesen immer verursacht Schaden und er sieht den Feind. Genau das wollte ich nämlich, ja, das klingt gut. Ja, dann, gut. Was ist hier mit, da sind nur zwei. Alles klar, dann auf geht's. Guck mal, das ist mal ein neuer Ladebalken. Joker, wie ist unser Status? Eine Stellung ist etabliert, aber das heißt nicht viel, Commander. Die Startbuchten werden von Jägern bewacht. Können Sie uns reinbringen? Hey, ich habe uns nach Ilos gebracht. Ich schaff das schon. Könnte aber ein bisschen turbulent werden. Ja, das macht ja tun nichts. Tun Sie Ihr Bestes. Du machst das schon. Ach, Joker, ja. Shepard, ich bin bereit. Gut. Moment mal, was? Sind Sie verrückt? Sie können nicht ins Cerberus Hauptquartier marschieren. Sie haben vielleicht ein Virus oder einen Notschalter oder... Es wird schon gut gehen, Jeff. Gehen Sie zum Shuttle, Edie. Die fünfte Flotte hat ihre Linien durchbrochen. Sie formieren sich neu. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Bringen Sie uns einfach sicher rein. Ich kümmere mich um Ihre Freundin. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Danke. Manchmal... Verdammt. Die Flotte braucht Ihre Hilfe. Die Cerberus-Schiffe haben Upgrades, die besser sind als die der Allianz. Die Normandy ist das modernste Schiff der Galaxie. Los, richten Sie Schaden an. Verstanden. Und Shepard, Edie soll's ordentlich krachen lassen. Wird Edie bestimmt. Ich bin optimistisch. Ja, das, okay. Gelandet ist gelandet, ne? Ist alles okay, Cortez? Alles bestens. Ich muss hier noch was reparieren. Heizen Sie Cerberus richtig ein. Ja, ich heiz mal Cerberus richtig ein hier. Was ist denn mit dir hier hinten? Ich sehe natürlich nur Stier. Da, hinten. Guck mal, den können wir doch mal hier... Zacki, zacki, Nawasaki hier. Kaputt. Ist denn viel los? Ja, ist ein bisschen was, ist Action hier, ne? Ich sehe schon. Ach Mensch, du.
Ist natürlich nicht so schön, ne? Sie starten Jäger! Ja, könnte ich mal... Ich komm mal hier rüber zu dir. Ach, da ist so ein großes Ding hier. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Mac-Ding hier. Was ist denn hier mit dem? Guck mal, könnte ich da vielleicht... So, und jetzt... Wo ist denn der Mac hier? Ich sehe nichts. Ach, da ist so ein blöder Jäger. Den krieg ich ja nicht kaputt, gell? Und da oben ist so ein Scharfschütze. Ah, den krieg ich von hier auch nicht kaputt. Ach, hab mich doch gerne. So, vielleicht kümmere ich mich erstmal um den. Oder? Würde ich sagen. Ah. Und nochmal, zack. Und nochmal. So, jetzt hat er da noch Panzerung. Oh, das reicht noch nicht ganz, aber da kann ich jetzt hier... Ja, ja, Deckung. Hier, komm her. Auf geht's. Auf geht's hier. Ich wollte gerade sagen, viel kann doch von dem jetzt noch nicht mehr übrig bleiben. Gut, der wäre aus dem Weg geräumt. Das ist schon mal schön. Der ist jetzt gut explodiert hier. Was ist hier mit euch? Ja, ja. Ach, dieser Scharfschütze da oben, der geht mir auf den Sack, ey. Was ist denn hier los? Könnte ich... Zack. Einmal so. Ja, ja, ich bin ja schon in Deckung gegangen. So, komm her, du Sturmschütze da hinten. Los, du musst auch raus. Rauskommen, wenn du schießen willst. Genau wie ich. Was mit dir? Alles klar, jetzt ist nicht mehr so viel da, ne? Der blöde Scharfschütze, wie gesagt, der geht mir hier ein bisschen auf den Keks. Was ist mit dir hier? Was ist deine Aufgabe? Außer zu sterben. Obala. Gut, jetzt gucke ich mal, ob ich den Scharfschütze hier irgendwie... Guck mal, wenn ich da jetzt... Hallo? Was ist hier los? Ich würde gerne den da oben eigentlich... Den kann ich von hier wieder nicht... Das ist doch wieder episch. Ach, da ist aber eine Leiter hoch. Das ist doch auch schön. Dann gehe ich da jetzt rauf. Das ist mir dann auch egal. Also... Schluss ist Schluss, ne? Also irgendwann ist auch mal Feierabend hier. Nervbeutel. Mir nicht auf den Nerven hier. Wirklich wahr hier. Komm her. So, auf Wiedersehen. Was ist denn hier los? Warum hakelt das denn so? So. Sicherheitsalarm in Hangar 16. Starte Achilles-Protokoll. Ja, starte Shepard, du mal. Cerberus will den Hangar entlüften. Ja? Können Sie das verhindern? Ich brauche eine aktive Konsole. Versuchen wir es auf der oberen Ebene. Ach ja, ja, dann gehen wir halt wieder hoch, wie du das willst, du. Ich bin hier jetzt gerade ganz elegant runtergerutscht, aber wir versuchen das auch gern auf der oberen Ebene, liebe Edi. Hangar 16 gesichert. Aktiviere Achilles-Protokoll. Edi, ich habe eine Konsole. Los. Hangar-Entlüftung deaktiviert. Gut. Können Sie den Hangar öffnen? Nein. Allerdings, ich kann den Start Ihrer Jäger steuern. Aha. Shepard, Cerberus weiß, dass die Entlüftung fehlgeschlagen ist. Die schicken Verstärkung. Ja, das war ja nicht anders zu... Oh. Ich wollte gerade sagen, das war ja auch nicht anders zu erwarten, ne? So, und... Ach, jetzt hätte der nicht mal hier. Was ist denn mit dem los? Komm schon. Ach, der ist... Das ist doch nervig hier. So, jetzt aber. Alles klar. Ich wollte doch hier noch gucken. Hi, Javik. Bist auch hochgekommen, ja? Hast den Weg gefunden. Ist ja auch was wert hier. Ein weiteres Cerberus-Team ist unterwegs. Sie wissen, was wir tun. Jetzt halten Sie uns nicht mehr auf.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind wir so weit gekommen, ne? Also wir werden ja wohl, jetzt wird ja wohl da nichts mehr passieren, oder was? Das wäre dann schon ein bisschen was peinlich, wenn wir uns hier jetzt noch die Butter vom Brot nehmen lassen würden. Das muss ja nur auch nicht sein. Aber ich muss jetzt erstmal warten, bis sich der Qualm verzogen hat. Ach, ich wollte gerade zwischenspeichern, aber geht ja nicht im Kampfgetümmel. Ah, jetzt, okay. Da können wir die doch durch die Gegend kicken, würde ich mal vorschlagen. Und ich nehme mir hier den da hinten vor und würde sagen, so. So, was ist hier mit dem noch? Was ist dem seine Aufgabe? Gar keine hier, außer sterben. Der kann, glaube ich, auch nicht mehr viel machen. Komm her hier. Ey, Blödi. Ey, ja, da muss noch einer. Wo ist der denn? Ach, da oben versteckt er sich. Guck mal an. So, Kollege, schön, dich gekannt zu haben. Hast halt auf der falschen Seite gekämpft, ne? Alles klar. So viel dazu. Ich kann immer noch nicht speichern. Jetzt kann ich speichern. Hervorragend. Und dann verabschiede ich mich nämlich auch für diese Folge und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.